Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch an die neue Frau Ministerin Kampmann. Ich freue mich, dass Sie Ihr neues Amt heute antreten, wünsche Ihnen ganz viel Glück und Erfolg und auf gute Zusammenarbeit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es einmal sehr klar zu sagen, ich glaube, es ist keine Überraschung, wir Grünen und ich denke, für die SPD-Fraktion gilt das auch, sind sehr froh, dass das Betreuungsgeld weg ist. Und ich will das noch mal festhalten, es war eine der unsinnigsten Leistungen, für die jemals Steuergelder ausgegeben wurden. Wer finanzielle Anreize setzt, um Kinder von der Bildungseinrichtung Kita vorzuenthalten, hat weder die gesellschaftlichen Herausforderungen noch den Wert frühkindlicher Bildung verstanden. Und deshalb sind wir froh, dass das Bundesverfassungsgericht diesem Bildungsverhinderungsgeld einen Riegel vorgeschoben hat. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal erinnern, es ist ja nicht das erste Projekt der CSU, was das Bundesverfassungsgericht gestoppt hat. Mit der Maut sah es ja genauso aus. Es zeigt sich, diese Partei schert sich nicht um verfassungsfeste Gesetze, sondern geht mit dem Kopf durch die Wand, wenn es ihr hilft, ihr konservatives Klientel zufriedenzustellen. Meine Damen und Herren, ausbaden müssen es dann, und das ist richtig an diesem Antrag der Piraten, das ist richtig in der Problembeschreibung, die Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer persönlichen Lebensplanung sich ja auf diese Geldleistung eingestellt haben. Da zeigt sich, dass unprofessionelle Handlung dieser CSU, CDU, die ja, es war ja absehbar, dass das nicht verfassungsfest sein wird. Natürlich hätte man eine Übergangsregelung bundesseitig einführen können und für eine gewisse Zeit treffen können. Die Bundesregierung hat sich dagegen entschieden. Und es ist nicht an uns als Land oder als Länder, da jetzt den Ausfallbürgen zu machen. Wir leiten das Betreuungsgeld bis jetzt weiter in der Bundesauftragsverwaltung. Aber insofern haben wir die Entscheidung, die in Berlin getroffen wurden, an dieser Stelle zu respektieren. Mir ist aber noch mal eins wichtig, meine Damen und Herren, nämlich das, was wir in der vorletzten Debatte angesprochen haben, SPD-seitig, und ich habe es auch angesprochen, damals noch als Appell. Damals hatten wir noch die Situation, dass Herr Schäuble sich schlicht geweigert hat, das Geld, was ja im Haushalt bereits für Familien und Kinder reserviert war über das Betreuungsgeld, dann weiter über die Länder den Kindertageseinrichtungen und der frühkindlichen Betreuung zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt gelungen, aber es ist gelungen, auf massiven Druck der Bundesländer innerhalb der Kompromisse um die Asylgesetzgebung. Das ist noch mal wichtig zu sagen. Ich bin froh, dass wir jetzt als Länder dieses Geld zur Verfügung haben. Von Herrn Laschet konnte man gestern hören, dass er sich Sorgen darüber macht, ob wir das Geld denn tatsächlich dann für die frühkindliche Bildung zur Verfügung stellen. Ich kann noch mal betonen, wir werden nicht so handeln, wie das damals unter dem Familienminister Laschet die schwarz-gelbe Landesregierung gemacht hat. Die hat ja schamlos die Krippengeldgipfel einfach eingesackt in den eigenen Haushalt, musste dann unterliegen vor dem Landesverfassungsgericht, und wir mussten es dann als Nachfolgeregierung mit 1,7 Milliarden Euro, Bernhard, den Kommunen ablösen. So seid ihr mit den Kommunen umgegangen. Wir werden nicht so mit dem Bundesgeld umgehen. Wir werden es in den Ausbau und die Qualität der frühkindlichen Bildung geben. Da ist es richtig, da ist es notwendig, und das ist der richtige Schritt an der Stelle.